Grüß euch alle miteinander. Hinter mir seht ihr schon, da ist ein Fenster, wo ein Gehweg draußen schaut. So, eigentlich ursprünglich sollte es ja eigentlich Kinderbeschäftigung sein, weil die Kathi ja eigentlich krank ist. Nur nachdem wir halt bei schönstem Wetter auf dem Berg da aufmarschieren, machen wir halt ein Video draus, oder? Oder? Ich hab nur der Oberlästige da gerade von mir rennt die ganze Zeit rein, aber schauen wir mal, was wir alle sehen. So, da sind die Tankstellenpreise, die sind ganz schön heute. Das ist ja glaube ich irgendein Kloster da, gell? Ja. Welches Kloster ist denn das? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, Kloster. Da sieht man die Brüder hinten da vorbeigehen. Die Brüder, also in Gehrig, gell? Die Brüder. In die Kartoffelsäck da mit dem Schniedel. Kartoffelsäck mit Schniedel, mei. Ich hoffe, das schaut kein Bruder an, weil sonst haben wir schöne Kommentare. Kartoffelsäck. Ja, also da in der Kramstraße und im Kloster. Und da gehen wir jetzt in den Weg auf. Karmeliten-Konvent steht bei Google Maps. Da. Und der Herr Bauer hat Durst. Ja. 3 Meter und der hat Durst. Lauter schöne Sachen sind da zum Sehen. So, und jetzt gehen wir da auf in den Hügel. Da vorne geht der Schorsch. Und dann ja. Georg, was sagen Sie zu dieser Gegend? Ich wohne da. Aha, da wohnst du. Zwischen die Bäumen. Steil. Da wohnt er. Ich sag einmal, da, also, ich sag zu der Strecke, ist die einfach nur steil. Weil ich war ja gut da. Das ist ja noch gar nichts. So. Eine Heißeln. Dann gehen wir da weiter auf. Ja, das wird so schwierig, Papa. Unten haben wir einen kleinen Tümpel. Da könnt man jetzt baden gehen. Hey, Papa. Zutritt erboten. Zutritt erboten. Zutritt erboten, so. Schauen wir mal, wo wir da landen. Ich muss ja die ganze Zeit schauen, dass ich den Herrn Burm nicht mitfilme. Der schaut nicht, dass er hinter mir bleibt. Nein, ich muss immer vorausfahren. Wie heißt denn dieser Weg? Hat der gerade echt vergessen? Nein, das ist nicht in Sembriach. Der Grabenhofweg. Grabenhofweg. Müssen. So. Sind wir schön ein bisschen. Weiter, Daniel ist der Meinung, da ist einbauen. Dabei ist es einfach nur eine stinknormale Bergstraße. Ja. So. Der schönste Spiegel von Graz. Oh. So. Erinnert mich an die Leute, die Bodenmarkierungen machen. Also Leo geht gerade mit dem zusammengeklappten Scooter von Daniel herum. Und da vorne kommt ein Brummbrumm. So. Na, der Berg da passt. Ich hab's gewusst, knapp. Weil das ging so, Papa. Was, der Fahrrad gefilmt? Okay. So. Da herumwandern muss aber geil sein. Witzbuhr. Schwitzbuhr, das passt gerade eher. Oder Schweizerbuhr. Okay, nein, das ist falsches Land. So, da gehen wir jetzt auf den Weg mit dem Kinderwagen da an der Hand. Sensationell. Was sagen Sie dazu? Drüben ist ein steilerer Weg. Ist ein heißer.
steiler. Oder nur ein Weg, wo ich den Hinterhof nicht mehr fahren kann. Ich kann nicht. So, da geht es ziemlich auf. Über die Kamera schaut sicherlich wieder recht harmlos aus. So, und so ein Bergerl mitten in Graz. Von da unten kommen wir gerade. Jetzt sind wir da halbwegs herum. Und jetzt geht es einmal ein Stückchen wieder runter. Ja, ich kann hier fahren. Ich kann nicht immer fahren. Das da hinten schaut noch Andritz aus. Und St. Veit, der Friedhof, den kenne ich da hinten. Da geht es runter, da geht es um mich. Links oder rechts? Links. Okay, da gehen wir nach Andritz. So, jetzt geht es da wieder weiter runter. Meine Bremse schaut lieb aus. Ja, ich schaue lieb aus. So. Meine Standplätze schaut lieb aus. Ich schau lieb aus. Hey. Wir müssen bei der Straße runter. Ja. Okay, ich habe gehofft, dass wir nicht den Berg rauf gehen. Schaffen wir nicht, ich bin da rum. So, wenn sie nicht Richtung links, rechts. Tut er den Osten hin, sagt, ah, wie der Zack weg sind wir jetzt. Ah, da weiß ich schon, wo wir ankommen. Das ist, das geht schon zur Antritt, so herum war ich schon, zustellen. Da hinten ist die Inge-Moratz-Straße, da ist der Georg. So, von da hinten kommen wir. Und jetzt gehen wir noch weiter runter. Ich muss ja die ganze Zeit die Kleine festhalten, weil sonst heißt, tschüss Papi, und weg ist sie. So. Vier Jungpflanzen. So, da ist ein kleiner Wanderweg, da weiß ich, dass man zur Inge Morath aufkommt. Glaube ich halt, dass es der war. Na, da hinten kommt es zur Inge Morath, genau. So, gehen wir jetzt weiter die Victor, den Victor Zack entlang, der zackige Victor. Und da vorne, die Leute haben da alle Trampolins. Da muss irgendwo in der Nähe ein Trampolingeschäft sein. Aber überall das Gleiche. Und scheine Mistkübeln. So, da an die Sportplätze könnten wir in Daniel hinschicken, dann hätten wir auch Ruhe. Und könnten uns normal unterhalten und das Dauergerätere anhören. Gell? Ich? Nein. Kind halt. Schalapenus. Also, so, da unten ist jetzt die Ziegelstraße, weil da kenne ich alles so durchlaufen, das war früher mein Lieblingsgrün Antritts. Da gehen die Backeln in der Stunde, 40 Stück. Besser als die warme Semmeln. Also da entlang geht die Ziegelstraße, da geht eine Nebenstraße, die Eichenhaingasse. Da unten war irgendwo ein Haus, der dann Aufsteller über den Zaun gehabt. So. Und dann? Geradeaus oder links, Georg? Da weiß ich nicht, ob wir hinkommen. So geht's nicht weit. Nein, da kommen wir nicht weit, gehen wir gerade. So, jetzt gehen wir dann ein Stück die Ziegelstraßen auf, dann drehen wir um und über Antritts gehen wir dann zurück. Ja. Da sind eine Züge. Und der Katz. Warte mal, da oben ist Rheinleiten und die komische andere Straße, die mir gerade nicht einfällt. So. Also, die habe ich gerade verfolgt. Ich verfolgt mich auch bald. Die Inge Morath schaut von der Weiten auch nicht so blöd aus, mit die Terrassen. So. Gehen wir jetzt so weit wie wir wollen und dann gehen wir über Andritz zurück nach Büg. So. Nach Büg nämlich, das ist ein bisschen weit. Ja. So, da ist die Inge Morath, da hinter uns hat man einen Shaker. So. Da umwohnen welche, das weiß ich noch.
Und hier habe ich den atemberaubenden Georg. Frosch. Da schon wieder, ich bin ein Hai. Ich habe keine Ahnung, was das so bedeutet. Ich bin Hai. Jetzt habe ich erst überrissen, was es überhaupt heißt mit dem Hai. Ja, wieder mal phänomenale lange Leitung. Hey. Jetzt drehen wir mal wieder um und gehen über Antritt zurück, weil sonst wird das Ganze ein bisschen zu lang. Weil sonst legt man da Herr Daniel unterwegs um und schlaft im Wald. Schlafen, nicht Schweindel. Hochwassersturm. Der Ziel, dass es dich gibt. Das ist der Hochwasserschutz. Ja, ich glaube, der hat ein bisschen einige Kapazitäten. Gehen zerbrochen. Und Eislaufen kann man da gehen. Computer sagt nein. Also, nicht wirklich. So. Da ist leider die Zielstraße, bis wir in Antritt sind und dort gehen wir dann irgendwie zurück. So. Da ist, glaube ich, Zielstraße 5, jetzt bin ich nicht täuscht. Und da vorne komme ich dann zur Hauptstraße. Holla Tri, Holla Tro, Holla Hopsi Ho. Das Rot ist ein Firmengebäude. Da vorne ist die Kreuzung, gerade das ist die andere Zerreichstraße. Willst du über die gehen oder willst du über den Schöckl, über den Schöckl irgendwas weggehen? Ja, El Pesto, gut. Da ist halt der Flugkommandant Antritt direkt. Oho, eine Brücke ohne Fluss. Und ein Benny, Benny, Benny. Kampf mit Weiß. Antritt. Pass auf, Daniel, du bist daneben der Straßen. Don Camilo Antritt. Georg. Ein gutes Bier gehört her. Daniel hat ein interessantes Leben. Tu mir deine Hände weg. Ja, genau. Ich teile dir die Eiswürfel. So, weiter geht's. Okay, fahren wir Schnittig ist es da. Heute ist Schnittig, jetzt gehen wir die Grazer Straße noch. Der geht nach Graz. Achso, wir sind schon in Graz. Wir waren ja da einmal, oder? Doch, keine Ahnung, ob wir da schon mal waren. Wir waren so da einmal. So, sind wir da schon weiter herunten. So. Die Sonne geht schon langsam. Da würde ich sagen, Downy. So, da die Häuser und da vorne sind die schon wieder aus. Da die DPD da vorne. Hä? So, ah, da hinten war was Neues hier. Da hat zuerst auch seinen Gemüsegarten immer gehabt. Hä? Da hinten ein paar Häuser Platz. Verschreist, da vorne steht ja sicherlich bald einmal eins. So, jetzt sind wir da schon bei der Hauptstraße. Wie heißt das? Nein, da oben. Und jetzt sind wir dann bald wieder beim Leo. Oh. Ein Zirkus haben wir da auch. Warte. Ja, habe ich schon gesehen. Da mitten auf der Straße. Auf der Brücke, da ist die Fahrer. Was ist denn da unten? Die Straßenbahn. Bald sind wir wieder beim Georg. Schönstes Wetter heute. So, da, bald haben wir es geschafft. Das Stückchen filme ich noch, weil sonst verrate ich ja viel zu viel, wo der Georg wohnt. Nicht, dass ihm alle Mails taugen gehen. So. So, das war's dann einmal für heute. Grüße. Der Georg hat den Post abgeholt, also dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal auf dem Kanal. Tschüss und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Kinder, man soll sie lieb haben.